Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu einer neuen Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Wie geht es Ihnen? Gut, Herr Müller, guten Tag. Herr Lewandowski, ich dachte mir, wir lockern das Format mal ein bisschen auf und Sie sehen jetzt in mir Günther Jauch, haben aber selbst keinen Joker, um es ein bisschen schwerer zu machen. Deswegen die Frage an Sie. Was haben die Länder Spanien, Italien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Tschechien, Slowakei gemeinsam? Welche Gemeinsamkeit haben die? EU. Ja? Noch etwas? Sagen Sie doch mal die Länder: Frankreich, Spanien, Italien. Griechenland, Bulgarien, Polen, Ungarn, Slowakei, Slowenien. Starke populistische Bewegungen. Genau. Und zwar rechts oder links von der Mitte? Einige mehr rechts von der Mitte. Genau. Und in Italien ist es so, dass ja am Sonntag die Parlamentswahlen sind. Dort treten einige Parteien an, unter anderem eine Partei namens Fratelli d'Italia unter Giorgia Meloni. Und ihr werden 25% der Stimmen in Umfragen zugeschrieben mit ihren Koalitionspartnern von der Forza Italia, Berlusconis und der Partei von Salvini wird sie wahrscheinlich die parlamentarische Mehrheit bekommen. Das heißt, wir haben in Italien dann möglicherweise nicht nur eine Frau als Ministerpräsidentin, die erste überhaupt in Italien, sondern auch eine rechte Partei, die von den Postfaschisten geführt wird. Für mich interessant ist, dass vor 4 Jahren bei der letzten Parlamentswahl Fratelli d'Italia noch bei 3,7% lag, jetzt bei etwa 25 prognostiziert. Es gibt in Italien, wie in anderen Ländern, die ich aufgezählt habe, keine funktionierende sozialistische, sozialdemokratische Partei mehr, also keine kräftige Linkspartei. In Frankreich sind die Linken zersplittert, zerstritten. In anderen Ländern gibt es sie gar nicht mehr, wie zum Beispiel in Italien. Was sagt uns das für die Zukunft Deutschlands voraus? Dass wir keine italienischen Verhältnisse bekommen werden, als erstes. Zum zweiten, über Frau Meloni habe ich die letzten Tage tatsächlich auch viel, viel nachgedacht und kam aber zu dem Schluss, dass es jetzt in Anführungsstrichen nicht so verheerend ist, als wenn Frau Le Pen in Frankreich an die Macht käme, weil Sie gerade zu Recht gesagt haben, vor 4 Jahren war sie noch bei 3,5%. Vor 4 Jahren wurde Herr Salvini als der künftige Ministerpräsident gesehen. Der ist jetzt auch irgendwo und Herr Berlusconi liegt bei 8%. Italienisches Regierungssystem, das wissen wir alle. Ich weiß nicht, die wievielte Ministerpräsidentin sie wäre, aber sie zeichnen sich immer durch eine extrem kurze Halbwertszeit aus. Was dieses Land ausmacht, ist eine bei allen Krisen eine Emotionalität, die auch wahnsinnig nerven kann, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Deswegen glaube ich, ist es hoffentlich keine Blaupause, was da jetzt gerade passiert für Europa und wird auch keine Auswirkungen auf Deutschland im extremen Sinne haben. Da hätte ich in anderen Ländern andere Befürchtungen. Die Frage ist, warum schafft sie es? Mit welchen Mitteln hat sie es geschafft, so weit hochzukommen? Spielchen irgendwie gehabt, weil auch der Krieg von Putin wird ja auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich geführt, was wir jetzt auch gesehen haben, die Auseinandersetzungen innerhalb der AfD mit dem Russlandbesuch von irgendwelchen Menschen, die dieser Partei zugehörig sind. Die italienische Rechte macht keinen gefestigten Eindruck.
im Vergleich zu der französischen. Und unsere Rechte macht auch keinen gefestigten Eindruck. Deswegen sehe ich das nicht mit Gelassenheit, aber ich sehe es jetzt auch nicht so unter dem Aspekt, dass jetzt hier eine absolute Gefahr in Verzug ist, auch wenn wir tatsächlich vor einem Herbst stehen, der sehr, sehr unangenehm wird von links und von rechts her. Aber ich glaube nicht, dass sich diese Gesellschaft spalten wird. Ich will nur darauf hinweisen, dass vor 100 Jahren minus einem Monat in Rom, also in Italien, der Marsch auf Rom stattfand. Das war kein richtiger Marsch, aber es war eine starke Protestbewegung, an dessen Ende dann Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt wurde, der dann bis 1945 über Italien oder über Teile Italiens zum Schluss herrschte. Also von daher. Jetzt müssen Sie aber auch sehen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir leben nicht mehr in den Bedingungen des 20. Jahrhunderts, ja. Also auch alles, das sehen wir jetzt auch gerade in Russland, alles, was passiert, kann unberechenbare Reaktionen haben, ja. Hätte es diesen Krieg vor 100 Jahren minus einem Tag gegeben, wären prozentual ist es ja nicht viel. Wären nicht Flüge gebucht worden, wären nicht Autokorsos aufgebrochen, hätte es nicht Proteste in Städten gegeben, das hätte alles viel, viel länger gedauert. Wir leben auch in einer kommunikativ transparenten Gesellschaft, wo Leute viel, viel schneller reagieren können. Ja, das macht es natürlich auch, das kann zum Vorteil der Rechten sein, Beispiel auch mit Bots und Infiltration. Aber es kann natürlich auch zum Nachteil sein, dort, wo starke Zivilgesellschaften sind, dass sich Leute dagegen wehren. Das ist vielleicht für den gesellschaftlichen Kitt nicht gut. Wir sehen das ja in Amerika. Aber es führt auch weiterhin zu Auseinandersetzungen, von denen ich mir wünschen würde, dass sie in eine Debattenkultur, aber das ist jetzt für uns ja auch ein alter Hut, tatsächlich mal reinmünden könnten. So, aber die Vergleiche die historischen Vergleiche werden immer schwieriger, weil die Rahmenbedingungen sich eminent ändern, was man auch in dem Krieg jetzt gerade sieht mit der Ukraine. Stimme ich Ihnen zu. Also ich will jetzt auch Frau Meloni nicht unmittelbar mit Mussolini vergleichen. Lassen Sie uns mal von Italien wegkommen und auf die gesamte rechte Bewegung in Europa schauen und die Beweggründe, warum es die gibt. Das sind im tiefen Inneren soziale Beweggründe. Da finden sich zu kurz gekommene, solche, die glauben oder fühlen, dass sie zu kurz gekommen sind, die die Schuld vielleicht für eigenes Versagen auf andere, auf Fremde oder wen auch immer schieben. Und sie finden dort kein Ventil bei den Sozialdemokraten oder Sozialisten, weil die abgewirtschaftet haben, aus welchen Gründen auch immer. So, in Deutschland haben wir die AfD, die irgendwie nicht richtig funktioniert. Sie haben jetzt da von diesen drei Abgeordneten gesprochen, Landtagsabgeordneten, die nach Russland gefahren sind und in den Donbass wollten, Putin, Verehrer, Versteher, Anhimmler. Lassen wir uns darüber nicht reden, lassen wir uns über Frau Weidel und all die, die sich da im Bundestag unmöglich aufführen, nicht reden. Lassen wir uns kurz über die Linke reden. Das wäre ja neben der Sozialdemokratie, die auch irgendwie jetzt so tut, als sei sie Staatspartei und irgendwie ihr soziales Gewissen an der Garderobe abgegeben hat, die klassische linke Oppositionspartei, die zerlegt sich aber selbst in Eitelkeiten zwischen Sarah Wagenknecht und weiß ich nicht, wem sonst noch in der Bundestagsfraktion oder in der Partei. Es gibt sexuelle Übergriffvorwürfe, die nicht richtig aufgeklärt werden. Deswegen treten Bundesvorsitzende zurück, dann werden andere gewählt, die auch gleich wieder in einer Versenkung, in einer medialen Versenkung verschwinden. Also die Linke gibt es ja nicht und es würde sie eigentlich auch nicht geben, wenn in Berlin die Wahlen ordnungsgemäß abgelaufen wären, wahrscheinlich. So, und wenn noch ein oder zwei Abgeordnete aus der linken Bundestagsfraktion austreten, dann gibt es auch den Fraktionsstatus der Linken nicht mehr. Damit geht viel Geld und viel Präsenz verloren. Also, um es zusammenzufassen, es fehlt doch bei uns irgendwie im Parlamentarismus, in dem Bundesparlament, die wirksame soziale Opposition. Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum die Menschen hier in Deutschland so ruhig bleiben. In Prag, wir hatten neulich darüber gesprochen, haben 70.000 Menschen demonstriert. Das wären 700.000 bezogen auf die Bevölkerungsgröße
Deutschlands gewesen. Es gibt überall dieses Aufwachsen von Protestparteien und in Deutschland lassen die Leute alles mit sich geschehen, Gasumlage und was es da alles gibt, sitzen zu Hause und gucken die Tagesschau und sagen, ist halt so. Ja, passt schon. Oder kommt da noch der große Knall? Ob der große Knall noch kommt, kann ich nicht prognostizieren. Aber das, was Sie gerade beschreiben, auch wenn Sie es nicht hören wollen, beschreibt ja auch den Zustand unserer Gesellschaft, der es ja gar nicht so schlecht geht, wie immer getan wird. Ja? Wir haben einfach die Kluft zwischen Arm und Reich und wir haben auch einen Mittelstand, dem es zum großen Teil gut geht, dass immer mehr Menschen von der Armut bedroht sind. Das greift natürlich auch in den unteren Mittelstand ein. Aber Deutschland ist immer noch ein reiches Land. Und wenn es den Leuten nicht zu sehr an den eigenen Geldbeutel geht, auch darüber haben wir ja gesprochen, es wird selbstverständlich verreist, es wird konsumiert und so weiter und so fort. Die Leute, so wie ich das erlebe, beschweren sich über die Inflation und dass alles teurer wird und gehen danach zum tollen Italiener und lassen dort das Geld. Also haben überhaupt gar kein Bewusstsein, sparsam mit irgendjemandem umzugehen. Mir hat neulich einer erzählt, wie hoch die Strompreise geworden sind. In einem öffentlichen Raum haben wir uns unterhalten und wir gehen da weg und ich sage zu ihm, willst du nicht mal das Licht ausmachen? Nee, nee, das bleibt jetzt und so. Ja, warum? Ja, dann müsste ich ja den Schalter an- und ausmachen. Das ist Realität. Ja, also dieses Bewusstsein ist bei den Deutschen in großen Teilen noch gar nicht angekommen. Und passiert aus einer Bequemlichkeit heraus, die in anderen Ländern, die eine ganz andere soziodemografische Struktur auch haben als wir, denen es auch schlechter geht. Sie waren ja auch viel in Italien und wenn man jetzt mal nicht in Mailand ist oder in Rom, dann geht es den Leuten in den Städten auch nicht so gut, wenn man mal sich Neapel beispielsweise anguckt. Davon sind wir weit, weit, weit entfernt und ich möchte aber nichts kleinreden. Ja? Ich wünsche den Leuten auch nicht, dass es ihnen schlechter geht. Deswegen gibt es auch eine schlechte soziale Umverteilung in den Maßnahmen, ja, was ich vor allem der FDP vorwerfe. Aber der entscheidende Punkt, wenn man jetzt mal von den Befindlichkeiten der Deutschen weggeht, wir bräuchten so etwas wie eine soziale Komponente, eine außerparlamentarische Opposition. Das hat versucht die AfD zu machen, das hat versucht die Linke zu machen. Beide können sie es nicht, weil sie keine parteiliche Tradition einfach haben. Ja? Schauen Sie sich an, wo die CDU herkommt, ja, auch mit dem Zentrumgedanken, wo die SPD herkommt. Die hatten auch ihre geraden Kämpfe im 20., im 19. Jahrhundert mit Lassalle und wie sie alle hießen und so. Aber da ist was gewachsen und die Bedingungen waren anders. Jeder kann aufsteigen. Gerhard Schröder war das beste Beispiel. Ich aus armen Verhältnissen habe mich hochgearbeitet. Dafür stand einmal die SPD. Das ist heute einfach nicht mehr so einfach. So. Und eigentlich müsste innerhalb der SPD auch viel, viel stärker dieser Kitz und diese Durchsetzungsfähigkeit da sein innerhalb der Regierung, sich von den Kleinen nicht immer was zu diktieren zu lassen. Nehmen wir das Beispiel Gasumlage. Verstehe viele Sachen, warum sie hier weiterhin für 3 Monate gelten soll. Ja? Nur mal von den Fakten, ich verstehe eine Argumentation. Man könnte auch vieles dagegen sprechen. Was ich aber überhaupt nicht mehr verstehe, ist, warum jetzt die SPD dagegen ist und dann sagt man, ja, aber Sachzwang, der Finanzminister braucht das und so weiter und so fort. Und da bräuchte ich die Führungskompetenz eines Kanzlers, der Basta sagt, auf den Tisch haut und sagt, nun ist es so. Und wenn wir sie abschaffen, gehen wir das Risiko ein. Aber aus sozialen Aspekten wäre es besser. Also man versucht überall, man hat keine Vision mehr, sondern versucht sich auch überall in irgendeiner Form abzusichern. Und außerparlamentarisch oder die Oppositionsparteien versuchen sich ja im Inneren ständig nur abzusichern, ja? Und haben ihre Grabenkämpfe, weil sie nicht den einen gemeinsamen Gedanken haben. Alternative für Deutschland, was heißt das? Oder America First, was heißt das? Das sind ja irgendwo, entschuldigen Sie bitte,
schwachsinnige Stammtischparolen, mit denen man sich in einer Emotion identifizieren kann. Aber sachlich, wenn man genau hinguckt, die Linke kommt raus aus der NATO, das ist seit Jahren schon irgendwie vollkommen ballerballer, ganz einfach. Ne? Also, America First, darüber können wir bei einer der nächsten Formate mal sprechen. Ich schicke Ihnen mal die Wahlreden und Inaugurationsreden verschiedener US-Präsidenten zu, egal ob Demokraten oder Das war Republikaner. in America First. Das Eben. ist ja vollkommen klar. Ja? Aber geostrategisch, weltpolitisch gesehen, vollkommen klar. Aber nicht in dem Sinne abzuschotten. Auch das gab es mal mit Splendid Isolation. Das entspricht einer gewissen Volksmentalität dort. Ja? Aber jetzt ist es ja missbraucht worden vor 4 Jahren oder so als Leitsatz. Wir haben eben ein bisschen eingeschlagen auf die FDP. Herr Lindner hat ja 2017 oder Anfang 2018 die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 verlassen mit den inzwischen ikonischen Worten: lieber nicht regieren als schlecht regieren. Hat sich das Motto jetzt umgekehrt in lieber schlecht regieren als nicht regieren? Die FDP hat, ich glaube, seit 20 Jahren hat die komplett ihren Kern verloren, weil er auch nicht gelebt wird. Ja? Vielleicht hat dieser Prozess schon eingesetzt mit dem Koalitionswechsel 1982, das weiß ich nicht. Aber diese liberale Partei, ich bin ja zum Teil in einem Verlag bei Gunnar Jahr groß geworden, wo sehr stark liberales, bürgerliches Netzwerk drin war. Ich kenne viele Leute, die früher FDP gewählt haben, Lehrer und so, mit einem ganz hehren Ansinnen, poppermäßig, was offene Gesellschaften irgendwie anbelangt. Diese Partei sucht ständig nach einem Kern für sich, um sich weiter ins Gespräch zu bringen, aber sie ist inhaltlich, ist sie tot. Das muss man einfach mal so hart sagen. Das hat auch ein Herr Lindner verpasst, eine Erneuerung zu machen. Ich habe mich mal beraten in den FDP-Kreisen hier in Hamburg bewegt. Da hat man ständig dieses Ringen gespürt. Da hat man aber auch diesen Einfluss des damaligen gerade gewählten Parteivorsitzenden, der mit allen Mitteln der Äußerlichkeit, das ging ja bei den Farben des Magenta eingeführt wurde, ja, nur auffallen und da sein. So hat er auch Wahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen geführt. Junge Leute ansprechen, sich schwarz-weiß fotografieren lassen, so ein bisschen lost aussehen, aber die Inhalte sind komplett verloren gegangen und die sehe ich bei Herrn Lindner auch nicht. Ich finde es auch, um ehrlich zu sein, wir hatten schon in der Außendarstellung ganz coole Finanzminister, dem Lindner glaube ich kein Wort. Das ist nur in Hülsen in irgendeiner Form gesprochen, ja, dann lieber nochmal auch dort den Scholz geben, aber man spürt da nicht die finanzpolitische Verantwortung, die er hat und auch nicht die Wendigkeit einfach, ja. Und ganz zum Schluss, in den Zeiten, wo der Staat so viel Geld hergibt, zu sagen, wir halten nächstes Jahr die Schuldenbremse ein, das kann ich nur sagen, Alter, was hast du denn da geraucht? Wie kommst du überhaupt da drauf? Du weißt überhaupt nicht, wie sich die Welt momentan entwickelt und du kommst jetzt. Die Schuldenbremse ist wichtig, aber kommst mit der Kamelle um die Ecke, weil du darüber im Wahlkampf gesprochen hast und hast Angst, dich unglaubwürdig zu machen. Er macht dich jetzt gerade als Politiker unglaubwürdig. Jetzt haben wir über die AfD gesprochen, über die Linke gesprochen, über die CDU, CSU gesprochen, CSU jetzt weniger, aber es ist auch so ein Thema, was uns ja immer wieder begleitet. Wir haben über die FDP gesprochen. Stimmen Sie mit mir überein, dass die Grüne dabei ist, sich gerade selber die Beine wegzuschlagen mit Robert Habeck, der in seinem Amt zum Zauderer und Versager wird? Und stimmen Sie mit mir überein, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz zwar SPD-Mitglied ist, aber nicht die ganze Partei hinter sich hat? Beim Letzteren stimme ich Ihnen zu, das ist auch nichts Neues. Ja. Er hat eigentlich mit Lars, also die SPD ist ja sehr stark, das ist, hat eine Zeit lang auch sehr gut funktioniert, auf innerparteilichen Proports aus. Ja. Sie haben einen linken Generalsekretär, Sie haben eine linke Co-Vorsitzende, Lars Klingbeil wird eher dem konservativen Lager zugerechnet und wird so als Gegenpol irgendwie
begriffen um Herrn Scholz, der ja auch mehr den wirtschaftsfreundlichen, ich will jetzt nicht sagen, er ist Mitglied des Seeheimer Kreises, aber ich glaube, den fühlt er sich schon ein bisschen näher, auch aus der Hamburger Tradition heraus. Deswegen ist es jetzt nichts Überraschendes, dass er die Partei nicht weiter repräsentiert. Die Grünen, ich will nicht von Versagen reden. Ich will es mal so sagen. Mich wundert es nicht, wenn diese Regierung momentan komplett überfordert ist, weil die Einschätzung der Lage, wenn man sich allein mal die Diskussionen den gestrigen Tag anschaut, wir verstaatlichen ein Unternehmen. Ja, das kostet, von den Kosten her finde ich es noch gar nicht mal so schlimm, aber es ist die größte Verstaatlichung, glaube ich, überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Und es spielt erstmal ein untergeordnetes Thema, weil die Teilmobilmachung von Putin das noch viel größere Thema ist. Ja? Und bei dem einen wissen wir nicht, ob es richtig oder falsch ist und bringt es in Verbindung mit der Gasumlage und was sollen wir machen? Es werden juristische Bedenken irgendeiner Form hervorgebracht und es gibt überhaupt keine Klarheit. Und die Klarheit ist bei dem größeren Thema mit Putin erst recht nicht da, weil ist es jetzt ein Bluff oder ist es kein Bluff? Und es führt aber zu einer weiteren Eskalation. Es kann natürlich auch sein, dass es zu einer Eskalation innerhalb der Russlands führt, mit welchem Ausgang auch immer, dass die Slowikis mehr die Macht übernehmen und Putin weniger eine Rolle spielt und dass es dann noch alles viel schlimmer wird und dann auf einmal der Einsatz von strategischen Atomwaffen, Chemiewaffen auf einmal selbstverständlich für die getätigt wird. Und wie reagiert der Westen darauf? Ja? Es gibt momentan keine Blaupausen. Und das sieht man, ich bin richtig erschrocken, wie Herr Habeck gestern im Bundestag geschrien hat. Der hat ja diesen ganzen Frust rausgelassen und der ist ja innerhalb von 3 Monaten grauer geworden als Obama in 8 Jahren. Der Mann hat schlaflose Nächte, versucht alles nach gutem Gewissen zu machen, aber es funktioniert halt nicht. Und überall wird irgendetwas übersehen, weil es wird ja auch so auf Schnelligkeit geachtet. Und jetzt frage ich Sie, was könnte der ideale Regierungsstil in diesen unsicheren Zeiten sein? Mit ruhiger Hand, wie Herr Schröder das gemacht hat, käme man, glaube ich, auch nicht weiter. Oder eine Allparteienkoalition. Also, da sind wir im Grunde genommen wieder am Anfang und das finde ich super, dass Sie so den Bogen geschlagen haben. Ihre Analyse zeigt nämlich, dass im Bundestag keine richtig funktionierende Partei sitzt, weder auf Regierungsseite noch auf Oppositionsseite. Sie haben von der Opposition gesprochen, die ist dreigeteilt, AfD, CDU, CSU und Linke, die reden nicht miteinander, dürfen nicht miteinander sprechen, dürfen nicht miteinander eine Gruppe bilden, weil sie sich gegenseitig ausschließen. Und damit gibt es keine schlagkräftige Opposition, bis auf den Showredner Friedrich Merz. Die FDP, sagen Sie, hat mehr oder minder abgewirtschaftet intellektuell. Ich sage, Herr Lindner ist nicht intellektuell, aber inhaltlich vergleichbar mit Heinrich Brüning, mit seiner Austeritätspolitik. Herr Lindner scheint überhaupt nicht zu wissen, wer John Maynard Keynes ist. Ich bin erschrocken darüber, dass er Lars Feld als Wirtschaftsberater hat und dass der Professor Feld ihm nicht klar macht, welche fatale Wirtschaftspolitik Herr Lindner betreibt. Ich halte das Handeln von Herrn Habeck vielleicht für gutwillig, aber trotzdem für ein Totalversagen. Er führt die Gasumlage ein, er diskutiert über den Sinn der Gasumlage und gestern sagt er, wir brauchen die Gasumlage, weil die sogenannte Verstaatlichung, es ist keine Verstaatlichung, sondern eine Beteiligung, an Uniper 3 Monate in Anspruch nehmen würde, weil es eine kartellamtsrechtliche Prüfung einer Prüfung bedarf. Das Kartellamt untersteht aber ihm. Er kann sagen, prüft mal ein bisschen schneller, Tag und Nacht. Dann muss noch die EU zustimmen, aber die EU wird ja nicht Nein sagen. Das muss nicht 3 Monate dauern, das darf 3 Tage oder von mir aus eine Woche dauern. Dafür braucht es keine Gasumlage. Und was wir brauchen ist, auch das gibt es in Tschechien, in Frankreich, in Österreich, in den Niederlanden, in Spanien, in Portugal, ich glaube auch in Griechenland, einen Gaspreisdeckel. Ich verstehe gar nicht, bis zum 7. Dezember ist den Leuten hier eingeredet worden, baut euch eine Gasheizung ein, ist viel besser als Ölheizung oder sonst irgendwas, wenn ihr keine Solargeschichten mehr machen könnt.
Und seit 8. Dezember heißt es, Gas ist des Teufels, weil ein fossiles Brennelement. Und jetzt heißt es auf einmal, es ist kein Gas mehr da. Alle die, ihr auf die Regierung gehört habt, ihr seid jetzt sozusagen die Gelackmeierten. Und jetzt sollen die Gaskunden die Rechnung bezahlen für die schlechte Politik der Bundesregierung. Das ist eine So. gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und vielleicht das noch als letzten Satz von mir in dem Zusammenhang. Sie haben davon gesprochen, dass es Deutschland gut geht und dem Mittelstand in Gänze noch gut geht. Herr Lewandowski, wir haben jetzt Mitte, Ende September. Lassen Sie uns darüber in 2 Monaten nochmal reden, wenn die Leute die Natürlich. Rechnungen bekommen haben, Klar. Klar. wenn die Firmen dicht gemacht haben, dann sieht die Sache anders aus. Ja, natürlich, aber Sie wollten ja eine Antwort haben, warum das in Deutschland nicht passiert, was beispielsweise in Prag passiert ist. Ja? Und das ist bei den Leuten noch gar nicht angekommen. Das andere ist nochmal, ich finde es ganz interessant mit dem Gasdeckel. Ja, es gab auch mal in Berlin den Mietpreisdeckel. Das waren dann Linke und wie kann man nur und so weiter und so fort. Ja, was aber jetzt immer deutlicher zutage, wenn man nur mal von politischen Prozessen drauf schaut, dass sowohl die Wirtschaft als auch Interessensgruppierungen alle nach dem Staat rufen. Das heißt, das, was Andreas Reckwitz, der bekannte Soziologe, vor 2 Jahren schon gesagt hat, dass die Zeit des Neoliberalismus vorbei sein wird, dass wir wieder in einen staatlich gelenkten Liberalismus reinkommen oder wo der Staat mehr involviert ist, das zeigt sich gerade. Das ist aber auch so komplex, ja. Nee, Und Herr Lewandowski, ich stimme Ihnen zu, dass der Neoliberalismus abgewirtschaftet hat. Aber den Vergleich zwischen Mietpreis und Gaspreisdecke, den lasse ich nicht gelten. Weil vermietet wird sehr kleinteilig. Das ist nicht nur die Gebobag und andere Riesenfirmen und die Deutsche Wohnen, die Tausende oder Zehntausende von Wohnungen haben, sondern das sind Sie und andere, die auch eine Wohnung haben, die Sie an Dritte vermieten. Und da einen Mietpreisdeckel im Nachhinein einzuführen, und zu sagen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen, unter denen du gekauft hast und vermietet hast, die ändern wir jetzt gesetzlich, das ist nicht in Ordnung. Bei okay. der Strom- und Energieversorgung reden wir nicht davon, dass sie Strom und Gas liefern, kleinteilig, sondern wir reden über staatliche Kommunalunternehmen. So, und wenn die zu dem Preis nicht mehr liefern können, die Verbraucher aber nicht zahlen können, dann stellt sich eben die Frage, haben wir eine soziale Marktwirtschaft? Haben wir eine Marktwirtschaft? Oder was haben wir hier? Und Genau. es kann nicht sein, dass eine Rentnerin mit 800 oder 900 Euro sich entscheiden muss, ob sie ihre Wohnung mit 18 Grad heizt oder ob sie einmal in der Woche sich satt isst. Das ist nicht sozial und das ist nicht gerecht. Genau, und darauf wollte ich aber hinaus und fand es jetzt super, dass Sie voll auf den Mietpreisdeckel erstmal eingestiegen sind, weil eigentlich muss doch der Staat signalisieren, Sie haben es doch jetzt gerade auch selbst gesagt, mit dem Beispiel der alten Rentnerin oder der Rentnerin, das ist nicht sozial und das ist nicht gerecht. Also wofür steht der Staat? Ist er ein fürsorgender Staat, ein fürsorglicher Staat? Ja? Wie definiert er in diesen Zeiten seine Aufgaben tatsächlich neu? Und nach welchen Regularien handelt er? Ja? Und gibt es ein Regularium, wo man sagt, okay, nach diesem Prinzip ist ein Mietpreisdeckel nicht irgendwie statthaft und sinnvoll, aber es gibt eine andere Form von Förderung, um genau der Rentnerin oder dem Rentner in irgendeiner Form zu helfen. Ja? Und auch das, wir haben kein Regelsystem, weil wir arbeiten uns jetzt gerade am Liberalismus noch ab, am Neoliberalismus und merken aber auch, welches Dickicht sich da zum Teil auch aufgebaut hat. Und das kann man auch als Politikversagen sehen, weil eigentlich müsste ja Politik auch sich für Wirtschaft so interessieren, dass man immer durchblickt, auch in den letzten Jahren. Und man hat es ja immer alles so laufen lassen und es ist ja gut so. Und Hauptsache, die Steuern sind reingekommen. War ja auch alles super gewesen, aber auch da eine gewisse Fahrlässigkeit, ja, die man auch den Medien vorwerfen kann. Aber es hat sich alles zu stark
verselbstständigt. Ja? Und das ärgert mich persönlich genauso wie die Betrachtung jedes Einzelnen seines persönlichen Lebensbereichs. Ich lasse das Licht an, ich müsste den Schalter an- und ausschalten. Ja? Warum können wir jetzt noch bis 21 Uhr einkaufen? Warum wird der Hamburger Hafen angestrahlt? Früher hat kein Mensch darüber sich beschwert, wenn um 18:30 Uhr die Geschäfte geschlossen haben und jetzt könnte man Energie sparen und mehr ist auch nicht konsumiert worden damals. Und so, ja? Also wie kommen Man wir? könnte auch fragen, warum es Hunderte von Milliarden aus deutschen Haushalten gegeben hat für die Euro-Rettung und die Griechenland-Hilfe. Und ich glaube, gelesen zu haben, die Zahlen muss ich auch nochmal überprüfen, fast 2 Billionen Corona-Hilfen, sowohl für deutsche Unternehmen als auch an die EU weitergeleitet. Selbst wenn die Zahl zu hoch ist, jetzt sind Hunderte von Milliarden in den letzten 10, 15 Jahren in irgendwelche Hilfsprogramme gelaufen. Und jetzt auf einmal sagt Herr Lindner, es ist kein Geld mehr da, um dem deutschen Mittelstand zu helfen. Ja, wer Hartz IV bekommt, der bekommt eben noch mehr. Und die, die arbeiten und die, die jetzt nicht super qualifiziert sind, wie Sie oder Professoren oder so, die sind dann eben irgendwann zu Weihnachten nicht mehr in der Lage, ihren Kindern oder Enkeln wenigstens ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen oder die Kerzen anzuzünden. Es ist eine, also für mich jedenfalls, eine moralische Katastrophe und eine Bankrotterklärung. Und es mag sein, es mag nicht sein, Sie haben ja recht, es demonstrieren eben nicht 700.000 Menschen auf der Straße, sondern ein paar hundert oder ein paar tausend und die sind dann auch rechts und links. Aber irgendwann wird auch das Bürgertum merken, dass das so nicht funktioniert, wie die Berliner sich das vorstellen. Und dann ist die Frage, wo ist die Alternative? Und wenn es denn die FDP nicht mehr gibt und die CDU/CSU nicht über ihre 28% hinauskommt, dann frage ich mich ernsthaft, wie könnte eine nächste Regierung aussehen? Also ich habe mich neulich mit einem für die Zeitschrift Max, die ich ja herausgebe, mit einem sehr bekannten Menschen unterhalten, der ist Jude und wird auch des Öfteren tatsächlich angefeindet, hat auch schon Morddrohungen gekriegt. Und ich habe ihn nach gesellschaftlichen Kitt gefragt und er hat gesagt, weißt du, dieses Wir, ich habe da früher anders gedacht, aber mit diesem Wir kann ich mich nicht mehr identifizieren. Ja? Da ist zu mir, wir sind das Volk und wer sind wir eigentlich? Wir haben so viele unterschiedliche Interessen und er sagte, das, was ich geben kann, ist ad hominem. Ich versuche höflich, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Das ist seine individuelle Freiheit. So wie er es für sich managt und sagt, manchmal rede ich auch einen Haufen Blödsinn und dann kriege ich eins zwischen die Hörner von meinen Freunden, aber ich habe die Größe oder versuche sie zu haben, mich dann dafür zu entschuldigen, wenn ich mich reflektiert habe. Ja. Und ich habe das noch nie so gesehen, wie er das erzählt hat, aber tatsächlich wenn wir diesen gesellschaftlichen Kitt nicht mit sozialen Werten tatsächlich aufwerten und nur diese Parolen haben. Und das ist vielleicht auch meine Hoffnung innerhalb dieser starken Gruppierung der Zivilgesellschaft, die natürlich auch sehr partiell ist. Dazu gehört ja viel Ehrenamt und dann habe ich das gemacht und habe irgendjemandem was vorgelesen und dann fühle ich mich selbst besser und überlege jetzt nicht, welchen großen gesellschaftlichen Beitrag. Es ist auch manchmal sehr eigennützig, will das aber nicht niedermachen. Aber genau das, was wir mal Anfang der 70er Jahre hatten, diese Aufbruchssituation auch unter einer sozialliberalen Koalition, hätte ja auch mit einer anderen Partei sein können, ja, das fehlt halt. Wir selbst unter Adenauer mit allen Frauenfeindlichkeiten, und es hat so lange gebraucht, bis ein Minister da war, aber es war auch eine Aufbauzeit und da hatte man auch sowas wie einen gesellschaftlichen Common Sense, wir packen uns zusammen an und wir machen das. Mit allen Nachteilen, mit Alt-Nazis drin und so weiter und so fort. Aber es hatte so einen konstruktiven Leitgedanken und der fehlt. Dann suchen wir weiter nach ihm. Für heute danke ich Ihnen, Herr Lewandowski. Ich danke Ihnen auch. Bis dann. Danke.